Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs, nicht auf Lost Place Tour, sondern im Zoo Nürnberg. Begebe mich in Gefahr, wilde Tiere und so, in Nürnberger Zoo. Dann nehme ich euch doch heute mal mit. Mal gucken, was dabei rauskommt und mal sehen, wie der Zoo so ist. Hier ist der Eingang. Hier ist Klein Lenchen. Hallo. Und Klein Liam. Und Klein Liam. Ja, weiter. Hopp. Ja, hier haben wir Magnete. Magnete, hier haben wir Klein Alina. Mama, und da ist mein kleine Brezel. Klein Alina. Ja. Hier haben wir Tina. Was? Tina. Hier haben wir den Fitline-Band. Ja, servus. Da gibt's einen Pilz. Eileen ist auch am Start. So, und dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal durch den Zoo und gucken mal. Ich gebe mich heute in Gefahr mit wilden Tieren. Jetzt sind wir gerade bei den Totenkopfäffchen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber genau da oben sitzt so ein Totenkopfäffchen. Krass. Da kommt, genau da oben läuft dann rüber. Ha, mega. Jetzt sind wir bei den Netzgiraffen, was auch immer eine Netzgiraffe ist. Krass, wie groß sie sind. Ach, hier könnt ihr sogar eine Tierpatenschaft machen, wenn ihr Bock drauf habt. Wahnsinn, wie groß die Giraffen sind. Wir sind hier in Nürnberger Zoo. In Nürnberger Zoo sind wir jetzt unterwegs heute. Ja, und jetzt waren wir, wie ihr gerade sehen konntet, Thomas in Gefahr bei den Giraffen. War ich jetzt gerade unterwegs. Heute ist Wildlife Time. Das bedeutet, ich werde mir ziemlich viele wilde Tiere ansehen. Oh. Hier ist Tinchen am Start. Tinchen am Start. Ho! Jetzt sind wir bei den Pavian. Ja. Da ist Baby! Meila, da drüben, da! Ui! Die streiten sich. Meila! Hier sind meine artverwandten Freunde hier, die Robben. Die Robben. Übrigens habe ich das schon erwähnt, ich mache das auch immer in der Badewanne. Warum machst du das in der Badewanne? Das ist eine gute Frage. So, also hier sind wir jetzt im freilaufenden Affengehege. War zumindest draußen gestanden, dass die kleine Kinder stillen. Aber müssen wir mal gucken, wo die sind. Also, man kann das hier in dem Video gar nicht so rüberbringen, aber schon geil. Schon geil. Mal gucken, wo hier die Äffchen sind. Da hinten. Nee, das ist eher so Dschungel. Oh. Ja. Das erinnert so. Mich hier an Jurassic Park. Sag mal, ja. Welcome to the jungle. Das sind eigentlich mal geile Fische drin gewesen, wenn man sieht. Da hinten ist einer, das ist ein Brett. Ja. Da hinten in der Ecke. Ja, das ist zwei. Das ist ein Prügel.
Da kommt noch einer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es auf der Kamera vielleicht sieht, aber da unten, das sind schon echte Granaten. Mann, back die Angel aus. Ja. Back die Angel aus. Nein. Dödel ausgepackt. Nein, kein. Seht ihr das? Da oben ist ein Vogel. Ja, da oben auf Seite. Danke. Durchgangsverkehr. Tschut, tschut. Ja, so, so. Aber weißt du was, Band? Wir können es machen wie bei Mr. Wo ist der Mr. Wilson? Und dann stellen wir uns in die Ecke und schreien, oh, ich habe ein Feuer gemacht. Da geht es dann auch hoch. Gehen wir mal hoch, wenn wir schon da sind. Die Zoe steht da drauf. Aber der hat Paulensia. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da unten ist ein dicker, fetter. Ja, eine Seku. Krass. Ich weiß nicht, ob ich es sehe, aber da ist ein richtig schöner Schmetterling. Also heute bin ich ja nicht der Lost Place Thomas, sondern heute bin ich der Wildlife Thomas. In Gefahr mit total gefährlichen Tierchen. Ja, das ist ein gefährliches Tier. Ja. Mit dabei habe ich natürlich heute auch den Wildlife Band. Den Wildlife Band habe ich auch dabei. Wir werden jetzt dann gleich hier drin Feuer schüren. Ja. Brauchst du schon eine Masse? Ein Riesenfeuer. Also das Tropenhaus ist schon echt geil gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, es ist verdammt warm. Da vorne geht es dann wieder raus. Und raus. Guckt euch diese Fische an, Wahnsinn, oder? Klasse. Das kommt jetzt auf dem Video gar nicht so rüber, wie groß der ist, aber der ist ja mega. Schaut euch das hier an. Guckt euch den Fisch an, Alter. Ja. Dann pack's Messer aus! Ja, was ist hier Karpfen, oder? Das ist wieder. Das ist ein Karpfen, Alter. Das ist ein Awalle. Awels? Awels? Awels, ja. Aber dicker, weil das ja der Scheibenputzer ist. Ja. Das wollen wir nicht Scheiben putzen. Das ist ein großer Awels eigentlich. Der putzt doch nicht mal die Scheiben. Nee, ich glaube, das frisst auch alles andere, was hier drin sieht, keucht und fleucht. Wahnsinn, guckt euch dieses riesen Aquarium an. Wer war schon mal im Wohnzimmer? Ja. Aber ich weiß, was er gehe. Ist egal. Ins Wohnzimmer. Drei Fische drin. Ins Wohnzimmer. Alles, was in die Quelle schmeißt, wenn man rein. Was? Das ist eine bezahlte Zack. Guckt euch diese Fische an. Das ist ja der helle Wahnsinn. Krass. Sau krass. Wahnsinn, also das kommt jetzt in dem Video vielleicht gar nicht so rüber, wie groß die Dimensionen sind. Aber das ist eine Riesenscheibe, das ist der helle Wahnsinn. Schon krass. Schon krass. Eine Riesendimension, also es kommt jetzt gar nicht so rüber, aber. Die schieben sich das gar nicht an, ne? Nee, aber... Ein Schwung und dann geht's... Auf jeden Fall, ja, aber was ich krass finde, ist, guck dir die Dimension an. Du stehst doch vor so einer riesen Glasscheibe, Alter. Wahnsinn. Ja, ne? Das hat man vorhin gar nicht gesehen, oder? Wahnsinn, wie groß das ist. Das ist ein Fernseher. Aber ein großer Fernseher.
damit ihr das seht. Ja, ich stehe jetzt ziemlich weit weg davon und da vorne ist die Glasfront. Guckt mal an, wie groß die ist. Krass, oder? Und ich stehe jetzt bestimmt 2, 3, 4 Meter davon entfernt. Wahnsinn. Das hatte ich so jetzt in Nürnberger Zoo nicht in Erinnerung, aber krass. Richtig krass. Also Wahnsinn. Nochmal zum Abschluss. Also wir gehen jetzt was essen. Wenn ich dich satt hat, und das hier, wo wir jetzt entlang laufen, ist der sogenannte Schnitzelweg. Ist das dann so wie Schnitzeljagd und am Ende kein Schnitzel? Ja, das wäre blöd. Stehen bleiben? Das wäre blöd. Wisst ihr, eine Story aus meiner Kindheit. Ich habe damals immer Schnitzeljagd gemacht und war dann enttäuscht, dass am Ende des Weges kein Schnitzel gab. Aber dieses Mal kann mir das nicht passieren, weil hier ist der Schnitzelweg. Und der Schnitzelweg geht da hoch. Kein Berg ist zu hoch für einen Schnitzel. Links abbiegen. Schnitzel! Zoe ist ganz stark. Zoe ist eine starke Zoe. Guckt euch das mal an, wie die Zoe den Wagen schiebt. Wahnsinn! Ja, Schnitzelweg, Schnitzelweg. Hier gibt es einen Schnitzel. Also Leute, sie hat gemeint, es gibt da einen Schnitzel. Ob es einen Schnitzel gibt, weiß ich nicht. Wenn es keinen Schnitzel gibt, wisst ihr, wer schuld ist. Es gibt Nuggets. Hauptsache Fleisch. Hauptsache Fleisch. Onkel, nimm mal. Ich nehme mal. Warte mal, Leute, ich muss jetzt mal ausschalten, weil ich muss. Also Schnitzel gab es keins, aber. Guckt euch diese geile Currywurst an. Boah, guckt euch diese geile Currywurst an. Also war doch nicht meine Currywurst. Hier, Schnitzel. Schnitzel. So, jetzt haben wir gut gegessen. Jetzt geht's weiter. Heiter. Zu den Löwen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, aber da in dem Loch liegt die Löwin. Schöne Tiere, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera sehen könnt, aber da direkt im Loch liegt sie. Das ist die Chefin, die da drin liegt. Pass auf. Das ist sie. Da liegt sie, die Chefin. Ja. Ist wieder heim bei mir, das ist die Chefin. Ich muss ranzoomen, Papa. Seht ihr das? Das ist die Chefin, die da drin liegt. Löwin. Ja, die macht so. Momentan ist sie lang gelangweilt. Wollen wir mal reingucken? Aber wisst ihr, was ich krass finde? Wenn ihr den Tiger jetzt gerade gesehen habt, den ich jetzt gerade quillen darf, ist schon krass, wie groß der ist. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, wie lang der mittlerweile schon da unterwegs ist, das ist schon echt da. Also hier hat er relativ viel Platz, das zeige ich euch nochmal, aber das ist schon echt, da hinten schleicht er rum, in dem Gebüsch. Er hat schon echt viel Platz. Und das ist ein Amur-Tiger, der hier ist. Schon krass. Das macht mich immer sehr nachdenklich, ob man jetzt zwangsläufig solche Tiere dann fürs menschliche Vergnügen einsparen muss. Das ist immer so die alles entscheidende Frage, ob man das muss im Zoo. Aber das fängt ja jetzt nicht nur im Zoo an, sondern fängt ja schon mit Terrarientieren an, sage ich mal, wenn man sich eine Schlange hält oder so. Ne? Ob das sein muss, das ist immer die alles entscheidende Frage. Aber gut, ich finde es ein majestätisches Tier, auf jeden Fall. Zoe, was war das? Was war das gerade? War das ein Tiger, oder? Hier haben wir den. Was frisst er? Säuger von Maus. Hier haben wir den eurarischen Luchs. Jetzt ist die alles entscheidende Frage. Der Luchs ist hier. Und der Band und ich haben uns die Frage gestellt, ob der Luchs jemanden was abluchsen will. Oh mein Gott, der war so schlecht, Papa. Ha? Was sagst du? Will der Luchs jemanden was abluchsen? Du könntest ja mal einen Zaun fassen, dann weißt du es. Ob der Luchs hier, also, das ist eben Abluchser. Ja. Der war so schlecht. Was möchtest du? Ich will einen.
Was möchtest du? Essen. Was möchtest du haben? Ein Eis. Wie heißt es? Kann ich bitte ein Eis haben, Papa? Nein, du bist alt genug und verdienst dein eigenes Geld. So, jetzt haben wir uns den Berg hochgekämpft, ja, damit wir den Berg wieder runtergehen. Da geht's runter. Guckt euch das an. Ich finde es geil, dass das noch direkt in dem, ja, kann man sagen, Zoo hier so ein schöner Wald ist, wo die Sonne untergeht. Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig schön. Guckt euch das an. Family Time. Ja, Action Jackson! Hallo! Und jetzt sind wir Robinson! Jetzt fahren wir back! Woohoo! Gib Gas, gib Gas! Go, 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 go! Okay, warte. Nein, 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 nein. Du sollst mein Eis halten! Nein, ich halte das Eis nicht. Zoe, halt mal kurz. Ja, danke schön. Aber bitte... Aber der Reifen ist platt. Manger am Boden, SOS! SOS, Manger am Boden! Hey, ihr wisst schon, das Teil nimmt noch auf, ja? Nein, das ist ja der Spaß daran. Zeig mal her, was ist das jetzt? Alles gut, alles gut. Also, ich bin gestolpert, gestorben. Ich hab deine Kamera gerettet. Die hat meine Kamera gerettet. Nicht mal ziehen kannst den Wagen. Seht ihr mal. Hey, warum du bist Seht da mal. Ausgefallen? Die wollte 100%ig meine Lebensversicherung. Ja. 100 pro. Sie läuft auf mich, mein Schatz. 100 nicht pro. Nicht nur die Versicherung, sondern auch bei der 100, 100 pro wollte sie meine Lebensversicherung jetzt. Und die GoPro. Ja. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir ein Abo da. Kommentiert. Man sieht sich und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.